kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Möge Gott mir vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Ich bete auch, dass du, Martha, mir verzeihen wirst. Es war die Wahrheit. Martha war schwanger. Schwanger mit einem deformierten Fötus mit zwei Köpfen. Schon wieder Zwillinge. Es hieß immer, dass es in der Familie liegt. Ein Schock folgte dem nächsten. Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb. Ich wurde unaufhaltsam. Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren, um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen. Wer weiß warum. Es reicht jetzt. Ich werde dich nicht länger quälen. Ich werde zurückkommen, um dir zu helfen. Und ich werde bleiben und mich um dich kümmern. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ich liebe dich, Martha. Doktor, ich muss Ihnen für Ihre Hilfe danken.
Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Selbst unser lieber Don Attilio scheint die Situation nicht zu verstehen. Irene, bitte ziehen Sie den Gedanken in Betracht, Italien zu verlassen, wie Ihr Mann vorgeschlagen hat. Es wäre für alle das Beste, ganz besonders für das Mädchen. Ich fürchte, dass sie nichts gesund machen wird. Ihr Vater will es nicht wahrhaben. Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren. Ich stimme zu, aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen, in spezialisierten Kliniken. Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung, nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt. Aber sie ist ein furchtbarer Ort. Das wissen Sie nur zu gut. Das können Sie unmöglich für Ihre Tochter wollen. Natürlich nicht. Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst, für uns, für alle. Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden. Sie muss sie genommen haben. Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor. Ich kann nicht länger warten. Außerdem wissen Sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Aber Sie werden mit Erich zusammen sein, einem geschätzten General. Jeder wird Sie respektieren. Dieses verfluchte Mädchen. Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt. Ich werde hier im Keller auf sie warten. Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen, das ist sicher. Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf sie werfen, aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Danke, Doktor. Und keine Sorge, wir werden uns später sehen.